Jetzt haben wir zwei Tage eine sogenannte Omikron-Rallye. Wir haben also eine Rallye, die dadurch bedingt ist, dass als Anlass oder vielleicht sogar als Vorwand für diese Rallye man sagt, ja, ist nicht so schlimm mit Omikron, ist harmlos. Also gehen wir wieder nach oben. Der eigentliche Grund für diese Rallye ist, dass es vorher doch eine gewisse Verwerfung gab. Da hat man eben Omikron genutzt, teilweise auch, um Positionen abzubauen, um Positionen abzusichern mit Puts. Da gab es vielleicht auch aus steuerlichen Gründen Verkäufe. Da gab es dann auch Rebalancing von Portfolios, etwa von institutionellen Investoren. Das heißt, man hat da die Aktienquote ein bisschen runtergefahren, die zuvor sehr hoch war, und die Anleihequote ein bisschen hochgefahren. Pessimismus allenthalben, dann kam eben Omikron und es ging runter, dann sahen wir positive Divergenzen in vielen charttechnischen Indikatoren und bums, es ging nach oben. Omikron ist der Vorwand oder die Begründung, je nachdem, warum es nach oben geht, und wir sehen jetzt, dass praktisch diese ganzen Verluste bei den US-Indizes zumindest schon wieder aufgeholt sind. Aber Omikron ist nach meiner Auffassung nicht das eigentliche Thema, sondern das eigentliche Thema ist Omikron, ist die hawkische Wende der Fed, und heute bekommen wir US-Inflationsdaten und das wird den Fokus wieder ein bisschen verschieben von dieser Erleichterung, oh, Omikron nicht so schlimm, hinzu, was ist das eigentliche Thema an den Märkten. Hier nochmal Begründungen, warum es nach oben geht. Zwei Studien, die jetzt zeigen, dass wahrscheinlich das Risiko von Hospitalisierungen mit durch wegen Omikron geringer ist als vermutet. Wir sehen, dass in Südafrika die Zahlen schon wieder rückläufig sind, dass also möglicherweise da Hochpunkte bereits überschritten sind, und all das nimmt man dann gerne als Begründung zu sagen, ja, guckst du, ist doch alles gar nicht so schlimm. Wir wollen doch jetzt unsere Jahresendrallye, unsere Weihnachtsrallye haben, und sieh da, sie findet auch durchaus statt. Was war wahrscheinlich mittellangfristig wirklich von Bedeutung ist, das ist eben diese Verschiebung hin ins Homeoffice, die wahrscheinlich nicht komplett rückabgewickelt wird, auch wenn Omikron, wenn Corona irgendwann mal vorbei sein sollte. Ich habe auch keine wirkliche Lust, mich jeden Tag durch Staus in der Stadt zu quälen, arbeite auch seit Jahren von zu Hause und muss sagen, das vermisse ich nicht, mich da eben durch dieses Chaos zu drängeln, und das ist vielleicht eine gute Nachricht, dass die Leute irgendwie vielleicht hybrid arbeiten, wie das etwa in den USA bei 66% der Firmen ist, also mal zu Hause, mal eben dann in der Firma selber. Nur 41% der Firmen planen, by the way, eine baldige Rückkehr oder haben konkrete Vorbereitungen getroffen, dass ihre Arbeitnehmer zurück in die Firma kommen. 59% nicht. Da sagen manche, ja, wir gucken mal 2022, wir haben gar keine Vorstellung, etc., etc. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Märkten, meine Damen und Herren. Was wir hier gesehen haben, ist der Aufwärtstrendkanal beim S&P 500. Und wir sehen jedes Mal um den Verfall herum, 19.20. wird es RBC schwierig, und am Montag war es dann besonders schwierig, bevor dann eben jetzt diese zwei Tage Rallye eingesetzt hat. Also eigentlich alles schön im Fahrplan. Wir sehen, dass alle Branchen, alle Sektoren hier profitieren konnten. Also es gibt keinen von diesen 11 Sektoren im S&P 500, die nicht gewonnen hätten. Also eine breit gestreute Rallye, kann man sagen. Jetzt sagt hier ein Analyst, ja, also diese dreifach Gegenwind, steigende Viruszahlen, eine hawkischere Fed und eben dieser geringere fiskalische Stimulus, nachdem Build Back Better eben offenkundig jetzt erstmal verschoben ist, im Mindesten, wenn nicht gar abgesagt, zumindest verschoben, dass das jetzt schon eingepreist sei in den Aktien, das würde ich so nicht formulieren wollen. Ich glaube, dass diese hawkische Wende eben noch nicht wirklich eingepreist ist, vor allem in manchen Bereichen noch nicht wirklich, wenngleich manche Einpreisungen natürlich schon vonstatten gegangen sind. Wir sehen vor allem ja unprofitable Tech-Unternehmen unter Druck. Aber heute jetzt verschiebt sich dann eben wieder diese ganze Geschichte von der Erleichterung über Omikron hin zu den Inflationsdaten. PCE, Personal Consumption Expenditure. Diese Zahlen stehen heute um 14.30 Uhr an. Die Prognose ist 4,5% zum Vorjahresmonat. Im letzten Monat waren wir bei 4,1%. Also es geht weiter nach oben mit dieser Inflation. Diese Inflation, diese Personal Consumption Expenditure, ist spätestens seit 2000, seit dem Jahr 2000, die Lieblingskennzahl der Fed. Warum? Ist relativ einfach zu sagen, es gibt sie nur in der Kernrate, also ohne Nahrung und Energie, also ohne vor allem Energie, und das ist ja das, was am stärksten preistreibend ist.
Jetzt hat man dann auch bei diesen PCE-Daten im Vergleich zu den in Anführungszeichen normalen Verbraucherpreisen diesen CPI, also Consumer Price Index, hat man ein paar Gewichtungen flexibilisiert. Da ist es zum Beispiel so, wenn jetzt, nehmen wir mal ein Beispiel, Rindfleisch stark steigt, dann steigen viele Leute, weil es sind so teuer, wird vielleicht auf Hühnchenfleisch um und so weiter. Das heißt, man versucht dann bei diesem PCE solche Dinge mit zu berücksichtigen, dass die Leute jetzt mehr Hühnchenfleisch kaufen. Dementsprechend wird der Faktor Hühnchenfleisch im Bereich Fleisch ein bisschen stärker betont. Also das vielleicht nur so als Beispiel. Da kann man natürlich auch ein bisschen drehen dann an der Schraube und sich die ganze Geschichte hindrehen. Deswegen sehen wir zuletzt, dass vor allem die CPI, also die normalen Verbraucherpreise, meistens deutlich höher ausfallen als erwartet, während diese PCE in der Regel nicht höher ausfallen als erwartet, weil man ein bisschen mehr an der Schraube drehen kann. Und das kann ja durchaus sein, dass das gewünscht ist. Und diese Personal Consumption Expenditure Berechnung hat übrigens eingeführt Mr. Arthur Burns, der damalige FED-Chef, aus Galizien stammend, 1970 bis 1978 war er FED-Chef, war also in einer Zeit Chef der FED, als die Inflation massiv nach oben gekommen ist und dann vor allem Energiepreise, vor allem der Ölpreis gestiegen ist. Und dann kam der Arthur auf die Idee, ja pass mal auf, dann rechnen wir halt die Energie raus, ne? Das sind die Zahlen besser, weil Energie ist ja sehr volatil. Na, lassen wir weg, Geld und Nahrung lassen wir auch weg. Ne, also wer noch einen Vorschlag hat, was wir weglassen, dann bevortreten. Ne? Also das war sozusagen genau der Punkt. Das war dann für ihn auch ein Stück weit die Motivation und die Begründung, die Ausrede, da er sehr stark von Nixon getrieben war, seinem Präsidenten, dass er sagt, ja, also wir müssen schon die Zinsen annehmen, aber viel weniger als die Inflation, also eine vergleichsweise laxe Geldpolitik gefahren hat. Das ging aber irgendwann nicht mehr ganz gut. Dann schoss die Inflation immer weiter nach oben, die Dinge eskalierten immer weiter. Und dann kam dieser Mann hier, das ist Paul Volcker, deutschstämmig, der dann das Ruder übernahm, die Geldmenge zunächst verknappte, dann die Zinsen deutlich anhob. Das hat eine Rezession zur Folge gehabt in den USA, Arbeitslosigkeit zur Folge gehabt, aber dann ging die Inflation eben Anfang der 80er Jahre wieder runter. Paul Volcker ist jetzt im Dezember 2019 verstorben. Großartiger Typ, der hier zum Beispiel diese Autobiografie geschrieben hat, Keeping at It. Das Buch, das ich gerade gelesen habe. Also wer sich für all diese Dinge interessiert, für die Inflation in den 1970er Jahren, für die Abkehr vom Goldstandard, Bretton Woods, der ist mit diesem Buch, das es leider nur auf Englisch gibt, sehr, sehr gut bedient. Also wer einen Lesetipp über Weihnachten braucht, der kann sich das vielleicht mal unter den Weihnachtsbaum legen, sofern es noch rechtzeitig ankommen sollte. Kommen wir zurück jetzt zu den Märkten. Wir haben gesagt, wir haben jetzt diese Omikron-Rallye. Der Fokus in 2022 wird aber dann sein, was passiert mit den Inflationszahlen, wie reagiert die Fed darauf. Und so sagt Mohamed El-Erian jetzt, der Chefberater von Allianz, okay, wir sind jetzt definitiv in einem volatileren Umfeld. Ob der Bullenmarkt jetzt zu Ende ist oder sich dem näher endet, das kann man schlecht sagen. Aber was eben jetzt der Fall ist, ist mehr Volatilität, denn eins ist weg, diese konstante Liquiditätsunterstützung durch die Fed, die wird ja mit oder Ende März dann komplett aufhören, das Quantitative Easing wird aufhören und die Deutsche Bank hat zum Beispiel jetzt gesagt, also vielleicht werden jetzt Profi-Investoren, die frustriert sind von den letzten Jahren, wieder zu Fundamental Investing zurückkehren, also wieder Fundamentaldaten stärker berücksichtigen. Dann schreibt Zero Hedge sarkastisch, Generation Z fragt, was ist das? Was ist fundamental? Also das bringt vielleicht die ganze Geschichte auf den Punkt, aber es ist zu erwarten, dass 2022 die Dinge ein bisschen interessanter werden, ein bisschen schwieriger werden, wo es wieder ein bisschen mehr auf Know-how ankommt und nicht auf, wir zocken eine Aktie nach oben, die so hohl ist in Sachen Fundamentals, dass es fast schon pfeift. Das hat ja vor allem eine Cathie Wood jahrelang sehr, sehr gut geschafft, aber unten in dem Chart sehen wir, dass das in diesem Jahr schon nicht so gut gelaufen ist. Meine zweitbeste Freundin
hat ein bisschen was Probleme und jetzt hat Bill Blaine hier einen Artikel geschrieben und fragt, ja, wird sie sozusagen das erste Zugunglück sein, der erste größere Unfall im Jahr 2022? Wir werden sehen, nichts ändert sich so schnell wie die Lage, aber diese unprofitablen Tech-Unternehmen, die liebe Cassie im Depot hat, die sind nicht so gut gelaufen. Mal größere Perspektive auf die Aktienmärkte. Global gesehen sehen wir, dass der S&P 500 jetzt die größte Outperformance hat. Im Vergleich zu MSCI World oder genauer gesagt MSCI All Country World Index, die paar Tech-Werte, US-Tech-Werte sind ja fast schon dominant im MSCI World auch. Also wer den kauft, der kauft ja auch ein Stück weit eben diese US-Tech-Werte. Jedenfalls sehen wir jetzt die größte Outperformance seit dem Jahr 1998 der amerikanischen Aktienmärkte. Ob das so langfristig bleibt, wage ich mal zu bezweifeln. Vielleicht haben wir da den Hochpunkt auch gesehen. Kommen wir kurz zur Geopolitik. Wir sehen russischen Aufmarsch, verstärkten russischen Aufmarsch, offenkundig an der ukrainischen russischen Grenze, dort jetzt etwa 265.000 Leute, Soldaten, die da hier sind. Jetzt kursieren solche Videos, wo russische Soldaten da eben in Richtung dieser Grenze marschieren. Wir sehen, dass die Ukraine jetzt Militärübungen abhält, demonstrativ mit amerikanischen Waffen. Das ist sozusagen jetzt hier die Gegenprovokation oder ein fortlaufender Prozess von Provokation. Kommen wir jetzt zu China, meine Damen und Herren. Kommen wir zu dem Thema Inflation, Lieferengpässe, Materialmangel. Wir haben jetzt eine ganze Region, die erstmal geschlossen wird. Shaanxi-Provinz, das ist einer der Wiegen der chinesischen Kultur. Hier sehen wir diese versteinerten Soldaten, die dort gefunden wurden. Das ist so etwa im Westen, leicht nordwestlich von Wuhan. Wuhan ist ja wirklich, wo das Coronavirus ausgebrochen ist, ist ja wirklich das Zentrum Chinas, kann man sagen. Also extrem geografisch mittig gelegen. Hier Shaanxi auch relativ mittig. Und hier sind jetzt mal eben alle Flüge abgesagt worden, also der Flughafen stillgelegt worden, kommt keiner rein, kommt keiner raus. Man hat jetzt die 13 Millionen Bewohner aufgefordert, ihre Häuser nicht mehr zu verlassen, also totaler Lockdown, nachdem man vorher bei einem Massentest 127 Corona-Fälle gefunden hat. Erstaunlich ist, dass man nicht einzelne Quartiere nur abschließt, sondern wirklich komplett alles. Das ist interessant. Mein Kollege Hannes Zipfel hat ja kürzlich einen Artikel geschrieben, warum es in China offiziell keine Pandemie gibt. Das hat eine Geschichte auch mit den Amerikanern. Aber die Folge ist eben solcher Lockdowns, wenn das woanders auch passiert, noch in China, wenn sich diese ganze Geschichte möglicherweise auf Städte mit wichtigen Häfen ausdehnt, dann haben wir ein Riesenthema. Das ist wirklich das, was jetzt zu befürchten ist. IFO heute mit neuen Daten hier für Deutschland. Materialmangel in der Industrie verschärft sich. Nicht nur die Lieferengpässe, sondern auch Materialmangel. 81,9% der Firmen sagen, Engpässe, Probleme bei Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. Neuer Rekordwert im November waren es nur 74,4%. Vorwiegend elektrische Ausrüstungen, Automobilindustrie, Maschinenbau, Druckerzeugnisse, Datenverarbeitung für Papiergewerbe etc., Möbel, Bekleidung etc., etc. Also das ist eben genau dieser Stoff, aus dem eine fortgesetzte Inflation ist. Nach meiner Auffassung, solange diese Materialengpässe, dieser Materialmangel, die Lieferengpässe nicht wirklich deutlich abnehmen, werden wir weiter ein Riesenthema mit der Inflation bekommen. Und siehe da, die deutschen Importpreise, auch heute frisch vermeldet, 24,7%, das ist der höchste Wert seit 1974, erwartet nur in Anführungszeichen 22,3%. Ein Anstieg von 3% zum Vormonat erwartet nur 1,1%, also wieder mal deutlich eben über der Erwartung. Und da hatte Marcello Fraccherino ja wunderbar fabuliert, warum all das kein Problem ist, warum Inflation kein Problem ist. Und da hat Daniel Stelter ihm einen saftigen Ohrfeigenartikel gewidmet, der Fratscher mal wieder, dabei ist der Job doch weg. Kleine Anspielung, dass der Marcello jetzt doch nicht Bundesbankpräsident wird. Ne? Jetzt könnte er doch mal aufhören mit der Irreführung, so Fratscher, so
Marcello stellt da über Fratscher, aber nein, der Marcello, der macht einfach weiter. Da ein Artikel bei Beyond the Obvious, wenn Sie da mal reinschauen wollen, bei Stelter, wirklich lesenswert. Und ich hatte gestern von dieser Energiekrise gesprochen, die immer weiter eskaliert, aber gleichwohl in der öffentlichen Wahrnehmung, zumindest im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nicht so wirklich vorkommt. Jedenfalls sehen wir jetzt einen Brandbrief von energieintensiven Branchen aus Europa, von Düngermittelherstellern, Zementhersteller, Stahlproduzenten etc., die einen Brandbrief schreiben und sagen, Leute, wenn das sich nicht ändert, dann haben wir hier Stilllegungen, dann haben wir Massenarbeitslosigkeit, dann haben wir ein Riesenproblem. Ich bin mal gespannt, wann die geneigte Öffentlichkeit und die geneigten Medien das entsprechend aufnehmen wollen. Es könnte noch ein bisschen dauern. Ich verweise derweil auf die auch durch die Geldmenge der EZB, durch die Nullzinspolitik ausgelösten Immobilienpreise in Deutschland. Hier ein Artikel, der mal den Rekordanstieg der Preise sich genauer anschaut. Wir sehen hier zum Beispiel, dass dieser Anstieg genau umgekehrt zur der Zinsentwicklung passiert auf der einen Seite. Und man kann wunderbar zeigen, dass eben die Bilanzsumme der EZB mit den Anstiegen der Immobilienpreise praktisch kongruent läuft. Also das ist ein Prozess, der nachhaltig natürlich viele Leute in Schwierigkeiten bringt, die sich kein eigenes Haus eben werden leisten können. Diesen Artikel, den verlinke ich Ihnen unter dem Video. Wir sehen, wenn Sie uns, so muss es heißen, wir sehen uns, wenn Sie denn wollen, heute Abend nochmal zum Marktgeflüster, dem letzten Video in diesem Jahr. Jetzt wünsche ich das allerbeste, verweise auf den Artikel. Servus und ciao.